Es ist früh am Morgen. Ich stehe am Bahnhof Kreis Süd und warte auf meine Bahn. Bahnhof ist etwas hochtrabend. Es gibt zwei Gleise. Eine Strecke in Richtung Essen Hauptbahnhof und eine in Richtung Hattingen. In Kreis Nord gibt es auch noch einen Bahnhof. Aber der hat auch nur zwei Gleise. Am Hauptbahnhof ist es schon aufregender. Da hat man mehr Möglichkeiten, weiterzukommen. Aber zuerst muss die Fahrt in Kreis Süd gestartet werden. Und so gut wie die Reise geplant ist, wer zu spät kommt, der verpasst den Anschluss. Und wer in den falschen Zug einsteigt, der muss zusehen, dass er wieder in seine vorgesehene Richtung kommt. Sitzt man erstmal im Zug, muss man die Reise damit so lange fortsetzen, bis eine Gelegenheit kommt, um umzusteigen. Dann ist bei langen Fahrten eine Reisebegleitung sehr angenehm. Und eine Unterhaltung ist möglich. Manchmal geht aber auch der Gesprächsstoff aus und Stille macht sich breit. In dieser Stille kann es sehr vertraut sein, weil die Reisenden sich auch ohne Worte verstehen. Aber es gibt auch Zeiten, da ist diese Stille unangenehm und bedrückend. Vielleicht sieht man dann aus dem Fenster und sieht schöne Landschaften oder ärgert sich über Bausünden der Menschen. So fährt man von Station zu Station, bis das Ziel erreicht ist. Und vielleicht entpuppt sich das Ziel doch nur als Zwischenstation, wo man die nächste Route planen muss. Ähnlich ist es im Leben. Da beginnt die Reise mit der Geburt. Und auch hier ist die Route schon vorher geplant und festgelegt. Durch die Eltern, die ihre Wünsche und Hoffnungen für das Kind haben. Die Kindheit ist eine behütete Zeit. Auch wenn es Momente der Enttäuschungen und der Tränen gibt, die von Erwachsenen oft als Kinderkram angesehen werden. Aber im Vertrauen auf die Eltern lebt es sich doch unbeschwert. Dann kommt die Zeit des Heranwachsens mit Schule, Ausbildung und der ersten Arbeitsstelle. Und nicht nur die Eltern, sondern auch Lehrer, Ausbilder und Arbeitgeber haben ihre Anforderungen und Erwartungen. Im Leben trifft man die verschiedensten Menschen als Reisebegleiter. Es werden Freundschaften geschlossen und wieder aufgekündigt. Man trifft den Partner fürs Leben, gründet eine Familie und bekommt Kinder, in die wieder Hoffnungen und Erwartungen gesetzt werden. Der Lebensweg wird als Reise geplant. Und man vertraut auf den Streckenwärter, der die Gleise richtig stellt und keine zu großen Hindernisse in den Weg räumt, damit die Reise ohne Probleme weitergeht. Der Streckenwärter in unserem Leben ist der Herr, der seine Hände über uns hält, uns beschützt und behütet.